Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Palia. So, das dauert noch 13 Minuten, was aber halb so schlimm ist. Hier haben wir auch schon ein bisschen was. Ich musste übrigens aus meiner Verkaufskiste eine Kartoffel rausnehmen, denn ich habe das ein bisschen falsch verstanden und ich habe das jetzt nochmal auf Englisch angelesen. Hier ein gegrillter Fisch, den wir benötigen. Hier ist es noch unbekannt, um das herauszufinden. Badru, ne? Und das sind Wochenwünsche. Das sind Wochenwünsche. So, und einen gegrillten Fisch, den sollten wir doch hinkriegen. Wir brauchen zwei Fische. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal angeln. Ja, und holen uns jetzt erstmal zwei Fische. Mit dem gegrillten Fisch, den können wir dann da hinbringen. Und diese Wochenaufgaben erfüllen, damit auch unsere Freundschaft steigern. Und dann haben wir jedenfalls in dieser Folge was zu erledigen. Ein perfekter Fang. So, und dann, wenn wir das dann fertig haben, rein theoretisch, können wir auch unsere ganzen Samen dann entsprechend verarbeiten bzw. einpflanzen. Perfekter Fang. So, dann machen wir einen gegrillten Fisch. Herstellen. Perfekt. So, wie lange brauchen die Kartoffeln eigentlich? Die Kartoffeln brauchen 1 Stunde 24. Wow. Ja, also definitiv was für die nächste Folge. Gerade auch noch, weil es dann die Sternekartoffeln sind. Ja. Und damit erfüllen wir dann auch diese Aufgabe, dass wir denen was bringen. Ey, wir haben deinen Wochenwunsch erfüllt oder wir haben ein Geschenk dir gemacht, wie auch immer. Ist eigentlich ganz lohnenswert, oder? So, das heißt also, mit P können wir... eigentlich hatte ich P gedrückt, aber ich bin anscheinend doch auf I gekommen. Schauen. Ashura möchte einen Fisch. Und Badru eine Kartoffel. Wir haben jetzt nachmittags, das heißt, die sollten eigentlich beide in der Stadt sein. Dann schauen wir doch mal, ob sie in der Stadt sind. Reed. Tisch, warte mal. Tisch wollte doch auch irgendwas sagen. Tisch wollte Lehm. Ich brauche noch Lehm. Muss noch einmal ganz kurz Lehm holen. Hätte ich beinahe echt den Lehm vergessen. Na, Kupfer kann ich auch mitnehmen, aber eigentlich würde ich Lehm haben. Steine. Hier haben wir Lehm. Lehm, Lehm, Lehm. Lehm. Das nehmen wir auch mit und das da auch. Und dann können wir wieder zurück und können das alles abgeben. So, wir wollten jetzt zu Tisch. Nayo, habt ihr schon mal miteinander geredet? Oh, can I help you? Mhm.
Das ist normalerweise die Zeit, in der Kenyatta sich von der Arbeit wegschleicht und mit mir abhängt. Vielleicht hat sie heute wirklich etwas zu tun. Und was erfahren wir? Als ich gestern die Felder bestellt habe, ist mein Haken einfach in der Mitte durchgebrochen. Wenn ich meinen Steinziegel hätte, könnte ich eine neue machen. I'm always here to help. Ein Steinziegel? Habe ich jetzt gerade einen Steinziegel dabei? Natürlich nicht. Ja, aber wir können nochmal... Ne, P. I. Eigentlich P ist Party, ne? Na gut, dann ist es L. So, einer. Illusia. Muss Nayo. Nayo möchte einen Steinziegel haben, ne? Genau, da. Also, sobald wir das erfahren haben, sehen wir das auch. Hodari. Für Hodari hatte ich jetzt nichts, ne? Hodari. Nein, weiß ich noch nicht. Ja, und hier sehen wir dann die Freundschaftsstufen, was wir dann dafür bekommen. Das ist auch gut. Ich wollte ja auf der Karte gucken. Tisch ist da. Wir versichern uns nochmal, dass Tisch da ist. Dann gehen wir hier hin. Schauen bei Tisch. Und sie möchte Lehm haben. Ist es nicht herrlich, wie die Wind durchs Tal pfeift? Wie der Wind. Gefällt dir das Möbelstück? Ich fertige die meisten Stücke selbst. Meine Familie tischlert schon seit vielen Generationen. Diese Tradition geht bei uns bis zum ersten Rat zurück. Oh wow, ich überlege schon seit Monaten, ob ich mir so etwas kaufen soll. Ich kann nicht glauben, dass du mir das schenkst. Ach, das ist aber super lieb von dir. So, damit haben wir wieder ein Geschenk verteilt. Und sollte eigentlich die Aufgabe abgeschlossen sein, ne? Jenny? Catch a fish, habe ich Cooking, da fehlt mir das. Der Schlüssel. Wo ist denn das? Also Zielstrebigkeit. Verteile 5 Geschenke im Dorf. Aber ich habe doch schon mehr verteilt. Okay, zum Glück wissen wir ja, wo wir hinwollen. Read, Auni, Sekunde, Ashura, Auni, weiß ich noch nicht, Badru. Badru ist doch gerade hier in der Nähe. Badru wollte eine Kartoffel. Badru wollte eine Kartoffel. Badru. Can I help you out? Wenn du mich öfters besuchst, muss ich anfangen, mich... dich meiner besten Spross zu nennen, hä? Am Nachmittag mache ich einen kurzen Halt in der Stadt, um eine Lieferung zu machen. Aber es schadet auch nicht mal, im Gasthaus vorbeizuschauen und einen Humpen zu trinken, wenn ihr unterwegs bin. Ja, und hier hast du eine Kartoffel. Danke für diese tolle Knolle. Ich werde etwas Leckeres aus ihr machen. Remember, Romaine calm and farm on. Ach genau, die Herstellungssache kostet nur 250. Na dann, kaufen wir mal den Gegenstand. Was? Was? Stufe 4? Was? 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 Egal. Hassian? Wieso hat Hassian schon wieder eine Aufgabe für mich? So, ich musste ein bisschen unterbrechen. Tut mir leid, aber das ist halt nun mal so mit einem kleinen Kind, ne? Delilah, Reed, zu wem wollte ich denn? Hassian hatte noch was. Yell, nee, wer war denn das? Ashura, genau, Ashura war das. Dann gehen wir mal zu Ashura. Obwohl, vielleicht finden wir ja noch was bei Illusia heraus. Wenn du irgendwo ein Abenddämmerrochen siehst, gib mir Bescheid, ich bin auf der Suche nach einem. Immerhin schwimmen die nicht nur abends, sondern auch an Tageszeiten herum. Ziemlich verdächtig. So, wir müssen aber... verteile 5 Geschenke. 3 habe ich schon verteilt. Ashura. Hello. Hello, my friend. Ich habe einen gegrillten Fisch. Was ein köstlich aussehender Fang. Mein Magen knurrt schon den ganzen Tag. Es schadet wohl nicht, wenn wir eine kleine Pause und einen Snack gönnen, hm? Try not to work too hard out there. So, 4 von 5 Geschenken.
Und jetzt muss ich nochmal gucken. Wer wollte noch ein Geschenk? Von Aoni weiß ich noch nicht. Badru. Die Laila. Einer. Illusia möchte einen Abenddämmer rochen. Esche. Wer war denn das? Hassian. Ekla. Hodari. Ein Geschenk hatte ich doch noch für jemanden. Gina. Ah, Nayo wollte noch was, genau. Hier noch ein Blatt. Tisch, Zeki. Also ich brauche einen Stein, okay. Und ich habe schon wieder Briefe. Oh Mann. Also erstmal brauche ich einen Stein. Steine sollten ja hier eigentlich zu finden sein, oder? Den Bug hat jetzt keiner gesehen. So, damit ich einen Steinziegel herstellen kann, den ich ihm geben kann. So. Na gut, etwas, was ich ja wie gesagt vermisse, ist ja die Möglichkeit hier zu sehen, wie viel habe ich im Inventar und wie viel habe ich im Lager. Das wäre halt schon nicht schlecht, aber ich sag's mal so, es ist akzeptabel, so wie es jetzt gerade ist, ne? So, da muss ich dann wahrscheinlich gießen. Das sind die ersten Samen, damit habe ich 7. Ja, ich muss trotzdem nochmal 18 Minuten warten, na toll. Hier haben wir nochmal ein bisschen Geld, was ich bekomme. Ich habe gar keine Ziegelsteine, fällt mir gerade auf. Lehm. Interessant. Oder Steinziegel. Nicht Ziegelsteine, Steinziegel. Aber egal, ich kann meinen Stoff loswerden. Das sind auch nochmal 192 mehr, ne? So ist es jetzt ja nicht. So. Kartoffeln brauchen noch. Ah, die kann ich schon mal als nächstes reinmachen, glaube ich. Ja, die kann ich schon mal als nächstes reinmachen, die zwei Stück. Dann haben wir da doch auch schon wieder was. Und die Gießkanne wollte ich jetzt aufbessern, genau. Was brauche ich, um die Gießkanne aufzubessern? Da habe ich alles. Ja, wunderbar. Dann machen wir uns jetzt die bessere Gießkanne. Ja, das ist jetzt natürlich dann wieder ein bisschen... Ne, ne? Nochmal Kupfer herstellen. So, wie weit ist der Steinziegel? Bist du soweit? Noch ein paar Sekunden. Dann kann ich ihn wegbringen gehen. Dann gucken wir im Journey nochmal. Ja, gut. Hier brauchen wir dann noch zwei Geschenke. Das heißt, also ein Geschenk brauche ich dann eh nochmal mehr. Hier kann ich jetzt zurzeit nur gegrilltes Fleisch herstellen. Das können wir auch nochmal machen. Wer weiß, wann wir das wieder brauchen. Wenn ich gieße, dann... Steht nicht dabei, wie viel ich gieße. Schade. Wahrscheinlich geht es dann nur schneller. Weil mehr Wasser rauskommt. Ah, ich weiß, was wir machen können. Ich weiß es. So, und zwar wieder Briefe lesen. Briefe sind doch immer was Interessantes. Badru. Oh, Badru. Das ist... Sei gegrüßt, Roh. Dich in der Nachbarschaft zu haben, ist ein wahrer Bonus. Bonus. Also, ach, dachte ich, ich bringe dir ein paar Dinge vorbei, um dir das Einleben zu erleichtern. Das ist nett von Badru. Das heißt nämlich, das kann ich wieder dahin packen. Die Möhren, ja, die habe ich ja angepflanzt. Die kann ich also verkaufen. Die Möhren kann ich verkaufen, 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 verkaufen. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Die kann ich verkaufen, die Möhre. Dann gab es noch eine Kartoffel. Die verkaufe ich auch. Die brauche ich auch nicht.
Und was war das andere? Weiß ich jetzt nicht mehr. Egal. Noch ein Brief? Achso, als gelesen markieren. Ich wollte gerade sagen. So, jetzt ist aber der Stein fertig, ne? Wunderbar. Ne, ich weiß nicht, ob ich... Na komm. Das andere sind Sachen zum Herstellen. Die werde ich wahrscheinlich jetzt nicht brauchen. So. Also, wir hatten jetzt... Nee, da. Auni muss ich noch herausfinden. Ja, ich muss halt mit allen so ein bisschen reden. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, hier so ein bisschen lang zu raufen. Gegebenenfalls das eine oder andere zu kaufen. Ja, wir könnten zum Beispiel... Haha! Wir haben jetzt ein bisschen Geld, jetzt kann ich ja endlich erweitern. Vielleicht kann ich ja da auch mit dem einen oder anderen Gespräch noch irgendwas rauskitzeln, wo ich erfahre. Oder aber auch nicht. Herstellungslizenzgenehmigung. Damit darf ich eins mehr haben, ne? Genau, und die Genehmigung. Für die Erweiterung deines Hauses. Ich habe das jetzt einfach mal so gekauft, ne? Einfach mal, boah, das kann man ja machen. Schauen wir mal, ob hier... Ist hier überhaupt irgendwer? Nö. Nur einer ist da noch, der steht. Und der Rest schläft. Außer Yell. Yell ist nicht am Schlafen. Ashura. Bei dir kann ich doch auch Sachen kaufen, ne? Kernholz, aber dafür brauche ich auch Kernholz. Und Kernholz habe ich bisher noch nicht gefunden. Das heißt also, das ist erstmal noch komplett irrelevant für mich. Habe ich eigentlich schon heute mit dir geredet? In dieser Gegend gibt es jede Menge gruselige Legenden. Man munkelt, dass es im alten Brunnen spuke. Anderen zufolge streife ein Monster durch den Wald. Mit dieser alten Geschichte jagt Nayo Auni früher immer Angst ein. Don't be a stranger. Nope. Mehr kann ich nicht mit ihm machen. Karottensamen, das ist alles Standard. Tomate, das will ich alles nicht. Ich will... Ich möchte... Glücksmünze habe ich zurzeit keine. Hier kann ich nur in den Rucksack für 5000 aufbessern. Ein bisschen übertrieben ist. Drei Uhr morgens. Ah, hier kann ich so welche Sachen kaufen. Wow. Wow. Nee. Möbel, Modifikationsset, Leder, Stoff, Seide. Das sind alles Sachen, die ich auch noch nicht brauche, ne? Eine spezielle Truhe zur Sicherung und Aufbewahrung von Gegenständen, damit sie nicht zu basteln verwendet werden. Sie fasst bis zu 100 Gegenstände. Super. Kann ich dann eine zweite Lagerkiste machen? Es wird halt jetzt gerade nicht geklärt. Also ich möchte jetzt nicht hier eine Kiste herstellen und dann war das irgendwie, keine Ahnung, ne? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Kane. Kane, was hat Kane zu sagen? Kane kommt doch jetzt hier gerade irgendwo runter, ne? Da kommt Kane. Hallo, Phönixkind. Willkommen in unserem Dorf.
Ich bin Kane, Weiser und Ritualgelehrter dieser Gegend. Verehre Magi, den großen Drachen. Als Kilimas Heilkundiger und Weiser kümmere ich mich um die körperliche und geistige Gesundheit der Leute im Dorf. Sag mir bitte, bist du spirituell? Nein, ich glaube nur das, was ich sehe. Das ist in Ordnung. Ich akzeptiere die Ansichten aller, auch die, die sich von meiner unterscheiden. Wie sollen wir sonst über uns hinauswachsen, wenn wir uns niemals den Ansichten anderer stellen? Falls du jemals medizinische Hilfe brauchst, so weißt du ja, wo du mich findest. Wenn du die Herrlichkeit des Drachen Magi spüren möchtest, kann ich dir nur einen Spaziergang in der Natur ans Herz legen. Okay. Vielleicht hast du schon bemerkt, ich habe einen kleinen Garten hinter dem Drachentempel angelegt. Ich würde gerne ein paar Zwiebeln im Garten anbauen, falls du Samen findest. Sekunde. Samen finden. Habe ich nicht Zwiebelsamen erhalten? War da nicht irgendwas? Oder eine Zwiebel? Ich habe eine Zwiebel erhalten. Aber er wollte jetzt keine Zwiebel haben, oder? Ne, er will Zwiebelsamen haben. Gut, die kann ich ihm ja eben kaufen und dann kann ich sie ihm schenken. Und dann habe ich ja 5 Geschenke verteilt. Und das sollte ja dann passen, oder? Also Kane, nicht wegrennen. Sekunde. Unsichtbare Wände, immer wieder schön. Gut, sie wollen halt verhindern, dass man hier irgendwo stecken bleibt. Wo ist denn Kane jetzt schon wieder hin? Ah, da oben ist er. Care to join me? Nein, das war das falsche Geschenk. Nein. Ich habe das falsche gedrückt. Er wollte eine Zwiebel. Sifu, was hast du? Hallöchen. Ich heiße Sifu und ich bin hier die Schmiedin. Aber du kennst mich vielleicht als Sifu, die berühmte Monsterschlechterin. Irgendwoher kenne ich dich doch. Irgendwoher? Puh, ein Ruf eilt wohl mir nicht mehr voraus, ne? Früher kannte man mich als in allen 12 Provinzen. Aber gut, du bist gerade aus einem mysteriösen Leere aufgetaucht. Ich kann das also etwas nachsichtig mit dir sein. Wie eine berühmte Monsterjägerin, wie ich in einer malerischen Vorstadtsiedlung wie dieser gelandet ist? Nun, das ist eine gute Frage und zum Glück habe ich auch eine gute parat. Als ich Mutter wurde, wurde mir langsam klar, dass es meinen kleinen Sohn in Gefahr bringen würde, gefährliche Tiere zu verärgern. Also habe ich die Dorfschmiede übernommen. Heute stelle ich die Klinge her, anstatt sie zu schwingen. Wenn du auf etwas robustes aussehendes Kupfer erst stößt, hätte ich gerne ein bisschen davon. Das Zeug geht mir ständig aus. Habe ich Kupfererz dabei? Nope, habe ich nicht. Ah, das geht nicht. Da geht das Escape. Aber Kupfererz ist doch hier gleich meistens um die Ecke. Das ist Stein. Genau, dann in dem Augenblick, wo man mal Kupfererz braucht, ist kein Kupfererz da. Sifu, helf mir mal schnell Kupfererz zu finden, ne? So ein Blümchen, aber kein Kupfererz. Hallo, liebes Spiel, ich suche Kupfererz. Sonst habe ich immer Massen. Da, Kupfererz, danke. Knoblauch gefunden, noch besser. So, wo ist Sifu? Sifu war irgendwo hier. Oh nein, hier wird die Aufgabe erledigt. Sifu, wo bist du? Geht gerade in Richtung Schmiede. Man, I'm hungry. Arnie, was sagst du? Ich habe versucht, eine Blattgrille zu fangen. Aha. Aber sie hüpft ständig davon.
Okay. Also möchte er eine Blattgrille haben. Sifu rennt doch weg. Ich wusste es. Ich wusste, dass Sifu mich auf den Arm nimmt. Hey there. So, du wolltest ein... Es wird ein schönes Stück, wenn es fertig ist. Gut gemacht. Hast du das selbst abgebaut? Ja. Yep. Gut, dass du gekommen bist. Ich könnte jemanden zum Spähen gebrauchen. Stay safe out there. Okay. Gut, damit haben wir das erledigt. Mit der Blattgrille, dafür brauche ich Lehm. Das habe ich zwar, aber dafür muss ich mir erstmal so welche Bomben wiederherstellen. So welche Rauchbomben. Dann würde ich sagen, trotz dieser klitzekleinen Unterbrechung haben wir doch ein bisschen... Ein Winchester, oh mein Gott. Ein Winchester, den müssen wir... Na egal. Ich glaube, es ist nicht schlecht, einen Winchester in seinem... In seiner Gemeinschaft zu haben, oder? Egal. Also, bevor wir aber jetzt... Haha, jetzt hätte ich das beinahe vergessen und jetzt wird die Folge doch wieder extrem lang, verdammt. Aber auch nur, weil es halt so viel Spaß macht, ne? Dann holen wir uns doch noch schnell ganz kurz die Sachen, damit wir sie anpflanzen können. Oh, die Möhrchen sind fertig. Und die Kartoffeln sind dann auch schon am Arbeiten, aber die brauchen halt natürlich auch länger, ne? Noch 3 Minuten. Was? Ernsthaft? Oh nein. Aber ich möchte für euch herausfinden, was hat es jetzt mit der Gießkanne auf sich, so. Okay, er füllt mehrere gleichzeitig auf. Ach, und den Reis darf ich auch schon ernten. Okay, jetzt wird's wild. Also, wir haben... Wie viele Möhren haben wir bekommen? Haben wir auch eine goldene Möhre bekommen? Wir haben nur goldene Möhren bekommen. Oh mein Gott. Ne, 19 Möhren und 2 Goldies. Das heißt, dann verkaufen wir... ich bin überfordert, ich bin überfordert. Nein! Wir verkaufen erstmal die Möhren. So, damit haben wir das. Aber wir haben jetzt auch keine goldene Möhre mehr. Das heißt also, eine müssen wir uns zurückholen. Den Steinziegel brauche ich noch. Den Feuerstein kann ich da oben hinpacken. Die Korallen können nach oben. Die Sonnentropfen-Dinger da, die behalte ich auch mal. Das sind zwar schon 130, aber egal. Knoblauch kann auch erstmal nach oben. Das ist zum Kochen. Steine behalte ich. Lehm behalte ich auch, weil damit kann ich ja die Bomben herstellen. Aber kommt doch hin, ne? 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, sollte hinkommen. Okay. So, jetzt darf ich hier ernten. So, jetzt habe ich Reis erhalten. Reis kann ich auch verkaufen. Ich sollte erstmal gucken, wie viel kriege ich überhaupt für den Reis, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Karottensamen, einer bekomme ich 4. Das heißt, das sind hier die Karottensamen. Und im Lager habe ich, glaube ich, auch noch eine. Schauen wir ganz kurz im Lager, weil das hat er, glaube ich, ins Lager getan, ne, die Karotte. Genau, eine Karotte hat er ins Lager getan. Die Karotten sind das, wo ich schnell ernten kann. Und dann hatten wir Reissamen. Einer macht 4, das heißt, ich brauche reistechnisch 3 auch wieder. Okay, das heißt, das packen wir ganz kurz rüber. 1, 2, 3. Yes! Genau so soll es sein, genau so. Ich glaube, das ist dann alles, was ich brauche, ne? Genau, hier haben wir nochmal Kupferbarren. Ich habe hier auch nochmal welche. Machen wir das so und machen das so, weil Kupfer brauche ich wieder. Das sind noch 21 Sekunden, dann können wir das auch noch schnell fertig machen. Hier haben wir auch nochmal Stoff. Das ist gut, dann ist der Stoff auch bald fertig. Hier haben wir noch Steinziegel. Die hat er mir jetzt ins Inventar getan. Das wollte ich jetzt nicht haben, aber ist in Ordnung. Hier haben wir Planks. Das ist in Ordnung. Hatte ich jetzt irgendwas zum Basteln bekommen? Habe ich.
Ah, genau, Rauchbomben wollte ich jetzt herstellen. 1. 20 Stück, weil ich muss ja dann auch längst mal anfangen mit Käfer sammeln, ne? Also dann so in der nächsten Folge. Haben wir ein paar Rauchbomben. Wunderbar. Das, das, das. Genau, dann kann ich jetzt nochmal ganz kurz hier gucken. So, das Erweitern darf ich jetzt, ne? Eine Genehmigung holen, genau. Und dann darf ich da nämlich erweitern. So seht ihr, kann man das Ganze erweitern und ich darf den Zaun nicht abbauen. Warum nicht, warum nicht, warum nicht? Können wir das hier mal erstmal wegmachen. Genau. Habe ich jetzt wahrscheinlich im Inventar, ne? Feldkrab-Fliesenboden. Ne, ich habe doch Zäune. Wo sind meine Zäune? Ich weiß nicht, wo meine Zäune sind. Warum habe ich dann nur normale rausbekommen? Was ist denn da kaputt? Das ist doch wieder Chaos hoch 10, ne? Schön, das ist die längste Folge von allen jetzt gerade. Unnötigerweise, aber okay. Lehm können wir hochpacken. Kann ich das ausstellen oder? Ah, das darf ich hinstellen. Okay. So, dann drehen wir das mal. Danke. Und dann mal Fliesen, die sind jetzt erstmal illegal. Egal. So, einsammeln. Ich brauche ja was für die nächste Folge, dass wir dann wieder was machen können. So, dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. Und 1, 2. Okay, das ist nice gemacht. Muss ich ehrlich gestehen. Das finde ich gut. Das mit den Kartoffeln finde ich ein bisschen ärgerlich, aber ja, jetzt weiß ich immer nicht, wo meine Zäune sind. Da sind meine Zäune. Okay. Dann machen wir das in der nächsten Folge schön mit den Zäunen und dann würde ich sagen, sage ich bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.